Lass mich jetzt bloß in Ruhe, du Scheißviech. So. Ich nehme aber auch Schaden ohne Ende. The Heart of Darkness. Das ist echt nicht mehr schön. Und da verschwindet mein Vorrat an Herz der Dunkelheit wieder. Aber es ist ja auch die beste Heilmethode. Also das ist echt schon wieder zum Mäusemelken. Ja, genau. Hey, Victor! Wie viel Schaden macht er? The Heart of Darkness. Komm. Oh Gott, nein. Plan. Mal sehen, ob es klappt. Alter. Da ist der nächste. Und da auch. Alter, ernsthaft? Gott sei Dank leisten mir die Äxte gute Dienste. Alter. Ernsthaft, das ist echt nicht normal. Ich bleib jetzt erstmal bei den Äxten. Und da bin ich gespannt, wo ich denn da rauskomme. Wow. Ein Haufen Eiterzauber. Blut her. Keines durstig. Junge, Junge, Junge. Und hier kann ich nichts machen. Nee, das war's anscheinend. Dieses Tor ist wohl verschlossen, bleibt auch verschlossen. Wow, 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 wow. Ich muss raus hier. Das ist doch brutal. Alter Schwede. Das ist nur so ein... Ich will da hoch. Mal gucken, gehe ich mal da rein. Wow, das war knapp. Au. Okay, da ist was, was ich wahrscheinlich aktivieren muss, dann hier so durch und dann da oben hoch durch. Aua. Komische Hitbox. So. Jawoll.
Hat sich nicht hier was geöffnet? Nein, schade. Ich dachte, jetzt hat sich dort was geöffnet. Bloß scheiße. Ja, es ist halt scheiße, dass es immer viel zu kurz Vollmond wird. Da ist immer noch zu, da ist jetzt aber offen. Okay. Wow, 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 wow. Nein. Bitte was? Nochmal. Alter, ich brauch das Flammenschwert. Flammenschwert. Sonst habe ich null Chancen. Ich muss die niederbrennen. Blut, Herz der Dunkelheit und Magiekugel. Das war's anscheinend schon. Jetzt muss ich nur noch unbeschadet rauskommen. Oder besser gesagt, heil rauskommen. Jetzt war ich da. Ich muss da noch, glaube ich, da in die Pyramide rein. Da oben war ich ja schon. Wenn ich da reingehe, dann komme ich da unten raus. Ne, wenn ich da reingehe, dann komme ich dort raus. Ich meinte, da war ich schon in diesem Gebäude hier, oder? Kurz reinlugen. Ja. Und da war ich ja auch schon. Ja, das war das, wo ich verschissen habe. Weil ich kann ja nicht als Nebel rüber, oder doch? Nee. Das wäre echt so schön, um wahr zu sein. Mit Nebel hier rüber. Weiter kein. So. Oh, hoppla. Voll verbrannt. Ich habe mich wieder verdrückt. Also, verdrückt im Sinne von hier. Tasten verwechselt. Flammenschwert. Boah. Jesus Christus, aber auch. Das wollte ich. Holzgestalt und los.
Leider geht gar nichts. Es wird gleich wieder Nacht. Ruhe. Nee, ich dachte, ich muss jetzt hier irgendwie was machen. Vor allem will ich das da oben haben. Aber das, keine Ahnung, da komme ich wahrscheinlich auch noch ran. Ach, egal. Auf unmögliche Art und Weise. Au. Wo bleibt man doch einfach vom Leib? Hier drin schon. Ja, da war ich schon drin. Okay, also ich weiß jetzt echt nicht, wie ich hier weitermachen soll. Und das ja auch noch. Und das auch zu. Mal gucken, gibt es hier sonst noch was? Anscheinend nicht. Wow. Aufgepasst, gleich kommt's. Weil eins wüsste ich noch, wo ich eventuell hin müsste. War das hier? Da gibt es nämlich solche spezielle Türen, die habe ich damals versucht mit der Keule einzureißen. Aber dann hat sich ergeben, dass das auch so eine Mitternachtstür ist. Und nur zur Mitternachtszeit, beziehungsweise zur Vollmondzeit, die sich öffnet. Und ich will hoffen, dass dies jetzt der rechte Augenblick ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Vollmondtür war. Boah, da war ich ja schon. Ja, war ich schon? Ich kann mich jetzt echt gar nicht dran erinnern. Aber komm, gleich mal Magie absagen. Kam ich hier nicht zu einer Schmiede? Oder war das... Nee, das waren... Hier waren Karten drin. Und halt Blut. Aber ich glaube, das war's dann auch schon. Scheiße. Nein, nicht. Boah, shit. Hab ich ja vollkommen vergessen, dass ich das Flammenschwert ausgerüstet habe.